Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal hier, Luke LP. Wir schauen uns heute die letzte Nintendo Direct für die verdammte Switch an. Ich freue mich so unglaublich krass. Mit dabei sind heute Gianni und Le Gurke, und aber jetzt ist nur Gianni hier gerade da. Ja, servus, ich bin natürlich auch dabei, ne, und ich bin so gehypt, ne, wie gesagt. Mit Gianni war jetzt schon seit einer Stunde im Discord. Ja, ja, ich warte echt schon seit 15 Uhr im Discord-Channel, ne, und es geht jetzt einfach schon in fast 7 Minuten los, Bruder, ich bin einfach... Ah, so gehypt. Oh mein Gott. Bist du hyped, Gianni? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Willst du ja, vielleicht... Gesagt, ja, was? Es kann sein, dass halt nur Trash angekündigt wird. Es kann aber auch sein, dass übelst... Aber 40 Minuten ist schon eine gute Länge. Ja, eben. Das ist, und wie wir es auch noch schon so kennen, immer am Ende von den meisten normalen Nintendo Directs, die auch in der Live-Ausgabe waren, ist immer am Ende dieser Knaller wird da immer gezeigt. Dieses richtige... Das Besonderste wird am Ende mal gezeigt. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Ich glaube, ich muss hier nach ins... Ich glaube, ich muss hier nach ins Krankenhaus. Wirklich. Ja, ich muss hier nach ins Krankenhaus. Luke, also ich kann es auch noch mal zu den Zuschauern sagen. Ne? Also wirklich, ich bin wirklich auf alles gespannt, was jetzt kommt. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall möchte, ich glaube, Luke weiß es schon, oder Gurke weiß es schon, ich habe das schon so oft gesagt. Endlich ein Animal Crossing New Leaf Remake. Oder auch wenn es kein New Leaf Remake ist, dann halt Let's Go to the City für die Wii oder Wild World für den DS. Hauptsache ein Animal Crossing Remake. Ich möchte das einfach. Wenn das kommt, Bruder, das ist es für mich jetzt schon die beste Direct. Aber natürlich auch andere Sachen, die einfach nice wären. So. Naja, mal gucken. Ne? Hast du auch so Wünsche eigentlich? So unwahrscheinlich ist es halt Real Talk nicht. Ja, ja, ich finde auch. Weil es kommt ja jetzt Luigi's Mansion 2, ich glaube 28. Juni oder so, ne? Ja. Und das ist ja auch ein 3DS-Remake so. Also ich denke jetzt auch nicht, dass es so unwahrscheinlich ist. Also so ja, unwahrscheinlich. Ja, da die Switch halt so eine Sammelkonsole ist, würde es halt perfekt passen, ne? Eben, ja. Aber hast du eigentlich so einen Wunsch, wirklich einen krassen Wunsch, den du dir wünschst, so. Bro, ich sag dir ehrlich, ich finde, die Switch hat so geile Games. Ich sag dir ganz ehrlich, was ich mir noch wünschen würde, wäre vielleicht Super Mario Galaxy 2. Und Luigi's Mansion 1. Stimmt. Aber stimmt, wie du es jetzt sagst, Super Mario Galaxy 2, stimmt. Ja? Oder 3D-Land! 3D-Land Remake! Oder 3D-Land, ja. Oh, aber das halte ich so. Ich musste ehrlich sagen, ich halte 3D-Land für unwahrscheinlicher als New Leaf, ne? Ja, finde ich aber auch. Ja, doch. Würde ich auch sagen. Weil Animal Crossing gab es noch gar kein Remake, glaube ich. Stimmt, Alter, überhaupt nicht. Denke ich mal. Oder? Es wird Zeit. Ja, es wird wirklich Zeit. So, stell dir vor, es kommt jetzt wirklich so eine Animal Crossing 3D, also wie bei Super Mario 3D, bei den 3D-Games von Super Mario, mit dieser 3D All-Star Collection da. Wie hieß denn das Ding da? Also ich habe jetzt 2,36. 2,36, 35. Und du? 2,20. Ja, was? Ey, guckst du bei Nintendo.de? Ja, klar, ich gucke auf Nintendo.de. Ich habe gerade wieder aktualisiert. Gianni, was machst du denn, hä? Was mache ich denn, hä? Ich hab einfach Gianni ist einfach zurück in der Zeit, ey. Junge, er wird das einfach vor mir erfahren, Bruder. Ich heule. Junge, dann erfahre ich vor dir, dass Animal Crossing New Leaf 2 rauskommt. Junge, ey, ich bin so gehypt, ich kann nicht mehr, Mann. Aber das Beste ist eigentlich, was ich gelernt habe nach den ganzen Nintendo Directs, ne? man sollte nie zu viele Erwartungen haben. Ne? Ja, aber ja, trotzdem. Und ich hoffe jetzt auch, Leute, Gurke kommt jetzt mal. Bruder, hallo, Bruder, Junge. Ja, Leute, Gurke ist immer noch nicht da. Das kennt man eigentlich nur von mir so, aber... Oh Gott, ich kann nicht mehr, ich krieg schon jetzt keine Luft mehr. Das Ding ist, es kann jetzt aber auch ein richtiger Flop werden, ne? Ja, eben, ne? Also eben, also, oh Mann. Ne? Und also, noch ganz schnell zur Info, also noch ganz am Ende, bevor der Countdown komplett abläuft. Also, ich könnte mir echt gut vorstellen, die haben zwar gesagt, es kommt nicht zu einer neuen Konsole, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, am Ende kommt noch so, wird die Konsole so ein Stückchen gezeigt oder so. Weißt du, was ich meine? Denkst du? Weiß ich nicht. Also, ich könnte es mir ein bisschen vorstellen. Das ist Nintendo, die haben immer gelogen mit diesen. Ja, das stimmt. Ja, heute kommen nur Titel fürs erste Halbjahr oder so. Fürs nächste Jahr oder so. Aber ich glaube, jetzt geht's los, ne? Bei ja, dir, es geht los. Okay, bei mir noch es 6, geht los. 5. Okay. Peggy 16. Es geht los. Mein Gott. Was ist los? Was geht denn jetzt da? Hä? Nein, Mario und Luigi oder was? Was? Warte, es war doch immer die Rede davon, dass ein zweiter Teil oder dass es halt wiederbelebt wird oder wie? Also damit hätte ich nicht gerechnet. Luigi,
Ja, Mario und Luigi. Nein, als jetzt wirklich, aber so ein Remake oder ein neuer Teil? Ich glaube ein neuer, oder? Mario und Luigi, okay. Das sieht aus wie ein neuer. Also ich habe nie diese Reihe geguckt und gespielt, das ist krass, ne? Also, aber okay, hä? Lol. Doch, ich glaube, ich habe einen Teil mal sogar gespielt. Okay. Hä? Aber finde ich geil. Ja, hä? Ja, natürlich. Ich meine, ja, Gianni, wann Let's Play? Let's Play kommt direkt, ne? Klar. Ne? Aber das muss dann ja für die Switch kommen, hä? Ja? Ich bin ganz gespannt, wann es jetzt kommt. Ich bin ganz gespannt auf das Datum. Okay, jetzt zeigen sie ja noch ein bisschen Gameplay. Ja. Aber gut, man muss ja auch die 40 Minuten voll kriegen. Das ist ja auch klar, natürlich, ne? Aber okay, ey, krass. Es geht direkt los mit Mario, ne? Es ist krass. So. Heftig. Ist aber auch eher ungewöhnlich, oder? Normalerweise machen die ja Mario immer eher so mittendrin. Mhm, eben. Ja. Dass direkt so ein Banger halt rauskommt an sich, ne? Ich meine, so von Nintendo selber so. Ja, krass. Das könnte schon darauf hindeuten, dass vielleicht jetzt noch krasse Sachen kommen. Ja, Junge, ey. Ich glaube, ich war noch nie auf eine Direct so gehyped als auf diese. Also, krass. Okay. Vorbei. Okay. Okay. Mario und Luigi? Brothership? Okay, das war's komplett neu. Brothership. Alter. 7. November. Also für die Switch noch. Alter, was? Ja, aber ich weiß nicht, ob das so schlau von Nintendo ist. Ja. Bei so einer Serie. Eben. Neuer Teil noch für die Switch und danach kommt wenig später die neue Konsole. Weiß ich nicht. Ja. Das ist so ein Move, den hat Yo-Kai Watch damals auch gemacht und es ging nach hinten los. Stimmt, die haben auch immer, ja, auf 3. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich find's cool. Ich find's cool, dass einfach. Ja. Das ist auf jeden Fall geil. Okay. Bring the championships home. Was ist das denn? Okay. The thrill of the Nintendo World Championships is heading to Nintendo Switch. Was? Das sind halt so Challenges, so für online. Finde ich schon ganz okay, aber es ist nicht krass. Okay. Achso, für online? Ah, okay, also einfach ein Zusatz. Okay, dann ist ja okay eigentlich. Gut, ja. Okay. Ja. Noch schwerere Level, ne, damit man auch noch mehr ausrastet. Ja, ohne Witz. Ja, das muss es geben. Ne? Ja. Okay, aber ey, krass. Also, das ist ja gratis. Also, ich nehme es gerne mit, so an sich. Ja, klar. Aber halt. Na, halt für, glaube ich, Nintendo Online-Mitglieder, ne? Ja. Ja, gerne. Nice. Ja, also letztes Mal, wo es schon mal dieses Online-Ding gab hier mit Mario, das gab's ja schon mal. Da hab ich, das habe ich nie gespielt. Achso. Ja, gut, ich hab's eigentlich auch. Oder was meinst du genau? Dieses eine Spiel? Dieses, wo alle so Mario, so das gleiche Mario-Level gespielt haben, wer schneller war. Oh, das habe ich sogar voll gesuchtet. Das habe ich sogar voll gespielt, ja. Das war, glaube ich, Super Mario Bros. 35. Das habe ich sogar voll gespielt. Ich war voll süchtig. Ja, komisch eigentlich, aber ja. Naja. Okay. Die finale Schlacht steht kurz bevor. Alter. Ja, also ihr müsst wissen, das ist ja eher so eine Gurkes-Richtung, so Feen und so, ne, und so Prinzessinnen. Ist jetzt nicht so Gianni und meine Richtung, ne? Ja. Oh Mann. Ach, Lord Gurke, Mann. Warum bist du jetzt nicht da? Ich hoffe, er kommt noch, der Bruder. Ja, vielleicht kommt er noch mit dem Video rein. Das wär's jetzt noch, ne? Fairy Tail 2, ja. Okay. Achso, und falls ihr natürlich noch nicht wisst, Luke's, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Luke's sein Stream ist ungefähr 15 Sekunden in der Zukunft. Ne? Genau. Ja, ich kann Zeitreisen, Leute. Ich kann Zeitreisen. Ja, er kann Zeitreisen, krass. Ja. Das ist normal. Das ist so, wenn man in Ostdeutschland wird. Ja, okay. Ah, ja. Junge. Der muss jetzt sein.
Ja, das Problem ist, ich tue mir immer schwer, so mit so neuen Games so eine Chance zu geben, weil ich dann immer Angst habe, dass ich sinnlos mein Geld rausgebe, weißt du? Ja, ja. Das ist wirklich schwer. Also ich finde auch allgemein, so als Spielentwickler, so ein neues so Franchise, also neue Spiele zu entwickeln. Zum Beispiel als zum Beispiel Nintendo Splatoon gestartet hat. Da weißt du ja auch nicht, wird das gut ankommen oder so, ne? Und jetzt ist es gut angekommen und jetzt gibt es schon bald wahrscheinlich einen vierten Teil. Also, ne? So. Aber ja. Aber bei mir ist es genauso wie bei dir. Ich habe es auch schwer, so neue Spiele auszuprobieren. Ja, ja, naja, obwohl die Spiele ja eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich, die sehen alle übelst krass aus. So, von der ja, Grafik eben, her. Eben. Das ist halt schon so, ja. Ja. Ach ja. Aber ey, krass, die Direct geht jetzt nur 6 Minuten bis jetzt. Alter. Nicht mal ein Viertel ist vorbei. Was? Neue Sportart auf... Ach du Kacke. Alter, was? Ey, okay, vorbei. Okay. Das muss ich mir sogar noch holen, das will ich auch haben. Dieses Nintendo Switch Sport. Ach so, ah. Kostenloses Software-Update erforderlich? Ja, ist halt ein Update so. Ah, okay. Ah, ja, aber das Game an sich sieht geil aus, also es lohnt sich, glaube ich. Ja, ja. Also ich meine, mein Gott, das ist halt schon so ein Sport, da kannst du ja auch spielen und so, ist ja auch geil eigentlich. Nur wie gesagt, ich finde es halt schade, dass bei Nintendo einfach die Miis gestorben sind. Ich finde es so schade. Ne? Ja, jetzt rennen da so welche Anime-Charaktere halt. Ja, rum. Ohne Witz, Mann. Wo sind die Miis? Das waren unsere Nintendo-Charaktere. Wofür haben wir Miis erstellt? Auf dem 3, das ist auf der Wii. Junge. Ja, ich glaube halt, sie werden es nicht schaffen, die zu killen. Glaube ich nicht. Na, nee. Ja. Finde ich, glaube ich auch nicht. Ja, ja. Die sind zu stark. Ja, die sind zu mächtig. Das ja, ist die sind wirklich zu mächtig. Sommer 2024. Ah, ja. Ja, wir haben doch schon Sommer, Bruder. Okay. Irgendwie ist es doch so warm heute. Ja, bei mir ist gerade, glaube ich, 32. Ich guck mal, warte. 31 Grad sind bei mir. Alter, so geil. Ja, bei mir sind auch 30. Heftig. Krass. Ja, ich bin auch direkt nach dieser Direct direkt unterwegs, ne? Man muss das Wetter ausnutzen. Ich bin dann direkt unterwegs. Aber ja, jetzt erstmal auf nice Stuff hoffen. Und bis jetzt ging es eigentlich sogar schon. Ne? Ist okay. Kann man machen. Für die ersten 8 Minuten. Junge, erst 8 Minuten, ey. Ja. Ist heftig. Aber es ist halt auch nice, es ist halt auch immer verschiedene Arten von Spielen zu sehen gibt. Ich meine, es gibt ja so viele Leute, die sich für andere Sachen interessieren. Und deshalb ist es einfach cool, dass es in so Nintendo Direct immer verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. So, das ist einfach ja, nice. Ja. Das ist wirklich nice. Das ist wirklich geil. Mio, Memories in Orbit. Ah ja. Okay, kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Der heilige Orbit? Der heilige Orbit! Oh, Mann, ey. Disney Games. Ja, so Mickey Mouse ist eher so was für Le Gorka, ne? Junge! Nein, wirklich, der feiert das ja. Ah, okay, aber. Ja? Also, es gibt, glaube ich, warte, wie heißt nochmal dieses Spiel? Cuphead, ne? Ist auch von diesen. Ja. Mickey Mouse Ersteller. Disney, ja, der Mickey Mouse Ersteller. ja, das habe ich, glaube ich, auch mal gespielt. Ja. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Mhm. Jetzt einfach Hello Kitty, alles klar. Ah, Hello Kitty, ne? Das ist, Hello Kitty. Kommt dazu ein Let's Play, Johnny? Also wenn es einen 10er kostet, dann safe, natürlich. Kann man schon machen. Ach man, ey. Nein, was ist jetzt? Ach, jetzt, okay. Bei mir hat's kurz gehangen. Ach so, okay. Jetzt noch Bugs Bunny? Looney Tunes. Wie heißt denn der nochmal? Bugs Bunny, hätte ich richtig gesagt. Let's get Looney! Ah ja, was ist das denn? Einfach ein Sport, einfach ein Switch Sports. Junge. Das ist Switch Sports 2 übrigens. Ja, ohne Witz. Das sind die neuen Miis. Ja. Ah ja. Ja, oh, es war sogar so, Among Us ist jetzt, ne, dass anscheinend wurde das Datum der Direct wegen Among Us geleakt. Anscheinend hat ein Among Us-Account von irgendeinem Land
den Trailer hochgeladen, aus Versehen, ein paar Tage davor. Und dann wurde es geleakt, wann die Direct kommt. Nämlich am 18. Okay, krass. Irgendwie so war das, ja, ja. Aber kostet ja, das nicht. Ja, Jacko hat schon recht, wir müssen schon irgendwann mal Among Us spielen. Ja, das haben wir auch noch gar nicht gemacht, ey. Ja, klar. Ja, es ist eigentlich schlecht, dass wir den Hype nicht mitgenommen haben. Ja. Weil sonst nehmen wir eigentlich immer alles mit für die Klicks. Ja, ja. Vor allem der gute Jacko, der macht's immer gerne. Ja, ja. Ja, wäre schon nice gewesen. Aber das kann man ja auch jetzt noch machen. Ich fänd's auch geil eigentlich. Aber ja, ja. Raise monsters and lead them into the fight against the Magus' army. Seeds. Then cultivate. And harvest them to make your buddies come to life. Okay. They can then be trained for battle. Einfach Farming Simulator mit Tieren oder was? Give commands to your monsters and exploit enemy weaknesses in action-packed combat. Merge all of the battle buddies in your party to call for ist mein Stream eigentlich auf ja, Full HD eingestellt, okay. Weil, muss man, achso, ja, weil es sieht manchmal immer so pixelig aus, aber das ist vom Stream. Ja, ja, das ist aber halt. Mhm. So, wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Switch ist halt jetzt, ne? Auch wieder ein bisschen älter, ja. Ja, ja, als wirklich, ne? Oh, was? Was? Nein! Okay. Jetzt hat Nein! Ich... Was? Nein! Returns? Nein. Na was? Oh mein Gott, oh Returns Remake! Vorbei. Was? Wir können aufhören. Geil! Vorbei. Oh mein Gott! Alter, ey, aber Digga, es kommen so viele Remakes, ich hab so solche Hoffnungen jetzt. Digga, wie geil! Du liebst auch das Spiel, oder? Okay, das wird sich safe geholt. Ja, also das muss mir auch überlegen, das hol ich mir bestimmt. Da wird auch ein Let's Play zukommen, ne? Hashtag Werbung. Boah, doch, ja. Ja, ich hätte auch Bock. Oh mein Gott, ich glaube, ich mache das auch. Ja. Ich weiß zwar nicht wann, ob ich es direkt mache, wenn es rauskommt, aber halt. Ich hätte auch richtig Bock. Das lohnt sich. Boah, nice. Ich habe das Spiel auch so geliebt, ne? Also, da habe ich echt richtig Bock drauf. Ja. Donkey Kong generell, endlich mal wieder. Ja, eben, endlich mal überhaupt irgendwas von Donkey Kong. Es kam schon 10 Jahre, ja, kein neuer Teil, aber trotzdem. Immerhin irgendwas. Geil, Mann. Digga, nice. Also bis jetzt die Direct ist zwar halt, wie gesagt, nur Remakes, aber das ist halt verständlich. Aber ich finde bis jetzt die Direct, ey, schon echt gut. Bis jetzt. Kann man machen. Ich finde die Direct auch. Ja. Bis jetzt. Wir haben nicht mal die Hälfte jetzt. Boah, aber okay. Das ist krass. Oh mein... 16. Januar. Ja, das ist schon... Okay, okay. Das aber ist, glaube ich, sogar kurz bevor dann die Switch 2 rauskommt. Gefühlt, ja. Ja, gut. Wenn die März Ahnung rauskommt, dann... Ja. Okay, okay. Aber ey, ey, nice, Digga. Oh mein Gott, geil. Werfen wir als nächstes doch noch einen Blick auf das hier. Ja, bitte. Bitte, ich möchte es sehen. Okay. Die Zeit ist nah. Okay, boah, das war gerade aber echt krass, Mann. Digga. Halt, Donkey Kong, ey, Bruder, endlich, Mann. Ich liebe das Spiel so. Was ist das für ein Game? Hä? Oh, warte. Ich habe so einen Namen im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß es. Ah, ich weiß es vor Gianni. Dragon Quest, ach so. Ja, Dragon Quest. Sag mir was. Ja, sag mir auch was, ja, ja. Okay. Ah ja. Sag mir aber wirklich was, also hä? Ja, ja. okay. Der Hype ist real. Ja, Junge, ich bin... Also Donkey Kong bisher am besten. Ja, finde ich auch. Das ist für mich einfach wie ein richtiger neuer Titel. Genauso wie Luigi's Mansion 2, was jetzt bald kommt. Ich bin so gehypt darauf. Ja, same. Ich liebe das Spiel auch so. Genauso wie Donkey Kong Returns. So wirklich geil. Returns! Let's Play Markus, ja. Ja. Der Junge, da ist Let's Play Markus dann wieder drin, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ach stimmt, der macht ja gerade einen Reloader dazu. Nee, ja, nee. Ja. Oder nee, macht zu diesen Tropical. Ja, ja, stimmt. Aber der hat auch nicht, vor kurzer Zeit hat er dazu auch eins gemacht, glaube ich. Ja, so. Ja, kann sein. Ja. Okay.
Ich denke die ganze Zeit, 2024 ist nächstes Jahr. Ich komme mir noch so wie in 2023 vor. Ich habe halt auch so überlegt, warte, das ist doch... aber nee. Also bis jetzt das Späteste, was kommt, ist Donkey Kong Country Returns. Ja. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Ja, ohne Witz. Das ist doch der gute Abschluss so. Leute, ihr wisst, wie auf was ich gerade warte, ne? Oh Mann, ey. Hä? Sogar erster und zweiter Teil? Lol. Okay. Also, ja. Oh ja. Also Teil 1 bis 3 quasi. Krass. Ich glaube, ich habe sogar mal so ein Dragon Quest gespielt, so ein 3D-Teil. Irgendwie. Mir sagt das auch was. Ja, ich glaube sogar auf der Switch, aber ich weiß nicht mehr ganz. Ja. ETD2で読み上げることが決定しました。時系列としては3が物語の始めるとなっており、3番2の順番でプレイしてもらうと圧倒的な展開が待っています。と3部作となる3と1どちらも是非楽しんでもらえたら嬉しいです。どうもオリジュです。 Oh, diesen Kissen, also dieses Kuscheltier, was er da in der Hand hat, das war glaube ich so ein Gegner in dem Game, aber keine Ahnung, ja. ETD2Dになって蘇る Ja. Okay, aber die arbeiten jetzt hier ordentlich ab, ne, alles. Ja, also wirklich. Es geht richtig voran, Mann. Ja, direkt weiter. Finde ich gut. Was war denn das nochmal? Oh, hä? Warte, da war doch gerade ein Five Nights at Freddy's. Ja, ich wollte auch gerade sagen, hä? Ja, wirklich. Five Nights at Freddy's, ja. Hä? The world of Funko is coming to life in this action adventure mashup. Ja, es gibt ja diese, diese Funko Pops, die gibt's ja zum Kaufen, diese Figuren. Und da kannst du dann quasi die einfach hier spielen in dem Game. Lol. Krass. Okay, hä? Das finde ich aber finde ich interessant. Ja. Schon interessant, ja doch, hä? Das erinnert mich dann so ein bisschen an Fortnite, ne? Mit den so ganz viele Universen vereint. Ja, stimmt. Ja, Fortnite, ne? Unser geliebtes Fortnite. Vielleicht wird jetzt Fortnite 2 angekündigt? Das wär's. Ein Sammelsurium an schaurigen und spaßigen Spielen. Aha. Ja, das ist klar. Ja. Jetzt reden sie nochmal ein bisschen über Luigi's Mansion 2. Oh ja. Das ist geil. Boah, ich bin so hyped auf das Spiel, Mann, auch. Also ich finde ein richtig starkes Spiel allgemein. Ich habe das so oft gespielt früher als Kind. Und du? Auch? Oder? Ja, Luigi's Mansion 2 war sogar mein erster Teil. Weil der erste kam ja erst später für den 3D. Meine auch, genauso. Ja. Ich hab's geliebt, das Spiel. Also wirklich. Ich lieb auch den. Ich verstehe generell nicht, warum der so ein bisschen. Der ist ja so ein bisschen dieser gehatete Teil. So. Ja, weil es da diese Level-Auswahl und so gibt. Aber ich find's sogar cool. Ja. An sich. Ich find's auch cool. Ja. Digga, das hat irgendwie gerade. Okay. Plus, up to 4 players in local co-op can team up to catch special Dempaman. Ich könnte jetzt nicht sagen, was das ist. Und du? Pikmin oder was? Digga, hey. Junge. Und hier so ein Kriegsspiel? Ja. Junge. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, es kommt auch der heilige Orbit! Der heilige Orbit, ja! Das ist aber echt geil, ey. Oh Mann, ey. So, jetzt ist ungefähr die Halbzeit. Okay, aber ey, nice. Im Laufe des Tages sogar. Okay, krass. Aber man muss sich ja mal überlegen, die Switch hatte ja bestimmt mit die meisten Directs von allen Konsolen, wie viele Spiele einfach auf der Switch sind. Ja, wenn du so mal so vergleichst, ne? Bestimmt hat die Konsole, egal, 100.000 Spiele. Wenn du auch diese Drittanbieterspiele, diese Third-Party-Spiele. Ja. Bestimmt. Die könntest du gar nicht alle sammeln, das ist nicht möglich, glaube ich. Ja, eben, ja. Also, es sei denn, du bist Millionär, ne, wie der Gurke. Ja, der hat wirklich diese ganzen Trash-Horror-Games, ne. Alle auf der Switch. Ja.
Okay, das ist was für dich, Gianni, was jetzt kommt. Was? Nein, oder? Ich spoiler nicht. Nee, nicht jetzt, was du denkst, aber... Okay. Ah, okay, aber... Legend of Zelda? A Link to the Past. Ja. Ah, okay, das ist auch so ein älterer Teil, ne? Ja, es kommen jetzt die ganzen Retro, noch mehr Retro-Games, finde ich ganz cool. Ja. Es war ja auch die Rede über Zelda. Es war jetzt in Nintendo Switch Online, aber okay, immerhin schon ein Zelda-Teil, der rauskam. Als halt, ja. Plus, coming to the new Nintendo 64, Nintendo Switch Online Mature Collection of Games. Braid, the dangerous lost land to stop the campaigners' nefarious schemes in Turok, Dinosaur Hunter. And... Die Junge. Infiltrate a corporation to end their alien conspiracy in Perfect Dark. Now with online multiplayer. Ja, Zelda und Metroid sind ganz interessant. Ja. Aber es ist krass zu sehen, wie die Spiele eigentlich früher ausgesehen haben und man hat sie trotzdem gespielt, weil es war einfach für früher gut und jetzt sieht es halt einfach ja komisch aus, ne? Aber das ist halt krass. Ja, aber man spielt's ja so, ne? Man spielt's ja trotzdem auch gerne. So. Eben, ja. Ja, ja. Ich werde all von join her on a journey to save her friend Ash. Oder eher gesagt, wir schauen ja auch manchmal in ältere Spiele rein. So. Ja. Das möchte ich jetzt auch sogar in Zukunft auch machen. So bei Switch und so. Aber ja gut, das mache ich auch aktuell. Ich spiele ja aktuell jetzt Super Mario 3D Land zum Beispiel. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, also gerade schaust du ja auch schon in älteres rein. Du machst jetzt gerade zum Beispiel Mario Kart 64. Also ja, das ist halt schon nice. Ja. Deshalb. Combine Phantoms with certain objects to maneuver them. Combine with a cannon to attack a large area. A fan to blow enemies around. Or combine with Marona herself for showstopping. Ja, für mich jetzt nichts, aber. Ja. Cool zu sehen. Aber überall 2025. Das heißt für mich aber, es kommt später in 2025. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, weil vorhin stand ja Januar 2025 bei... Das Krasseste wäre, wenn sie jetzt nochmal die Switch 2 verschieben. Haben sie jetzt schon einmal. Normalerweise wäre sie jetzt Ende dieses Jahres rausgekommen, aber sie haben es jetzt schon einmal verschoben. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht. Stell dir vor, am Ende kommt aber ein Release-Datum davon. Oh, weiß ich nicht. Irgendwas. Das wäre richtig nice. Ja, nee, wenn sie da eine eigene Direct machen, glaube ich nicht. Ach, die wollen ja eine eigene Direct machen für Switch 2. Die müssen wir dann auch gucken, ne? Ja, klar. Also wirklich, ich werde wirklich versuchen, so gut es geht, wirklich den Zeitpunkt wirklich zu nutzen. Ja, Bro, das ist eine neue Nintendo-Ära. Ja, Junge, das muss man mitnehmen, das muss man sich anschauen. Ja, live. Ja, die Klicks. die heiligen Klicks. Halt wirklich, Mann. Or play co-op in the Punisher. Ah ja. You can also cross over to the museum to view artwork or listen to music from. Du weißt nicht, was für ein Herzklopf ich gerade hab, ne? Ich hab so Angst, ne? Aber ich mach keine. Okay. Was ist das? Mario Party? Was ist das? Okay. Nein. Neueste, nein, wieder, als wenn, noch ein, aber wieder okay. Für die Switch, hä, was? Ich sag ehrlich, das sieht echt geil aus. Ja, aber Super Mario Party, Jamboree oder so, aber Super Mario Party, hä, ist es ein Add-on? Ne, ist ein eigenes Spiel, hä? Ich glaube, es ist ein eigenes Spiel. Geil. Ich meine, immer ein neues Mario Party ist immer geil. Ah, nice. Ja, ich hole mir eh jedes Mario Party, also. Ja, Leute, ich nur mir eh holen. Ja, eben, also okay. Leute, ne? Wie gesagt. Aus Mario Party 1 und 2 sogar Bretter, okay, das ist geil. Boah. Und neue. Und die neuen, finde ich, sehen auch gut aus. Hier, dieses Kaufhaus, cool. Mario Party, Mario Party 2.
Some minigames are action-packed challenges. Speed trials, a battle of wits. Ah ja, nehme ich mit. Ja, also man muss sagen, es hat schon sehr diesen Super Mario Party-Stil, ne? Mhm. Ja, das schon. Aber ich fand jetzt auch Super Mario Party jetzt auch nicht so ultra schlecht. Also, naja, ja. Ich meine, es ist ja trotzdem immer noch ein Spiel, was man spielen kann, was nice ist. Also, ich meine, ja. Up to 20 players can go head-to-head online. Ah, online sogar, ne? Man muss hoffen, dass es gut klappt. Ne? Aber, ja. Aber halt, mit Online hat ja Nintendo so seine Probleme, ne? Ja, ja, ja. Leider. Ja. Okay. Okay, es erscheint schon bald, sag ich nur. Also ein paar Monate, aber... 17. Oktober, nice. Ja. Ey, cool. Ich glaube, Super Mario Party kam, glaube ich, sogar im Oktober 2018 raus. Heftig. Hm. Auch schon 6 Jahre, oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Aber guck mal, wir haben jetzt 3 Teile auf der Switch von Mario Party. Ja. So damals die ersten 3 Teile sind ja auch auf einer Konsole rausgekommen und danach die nächsten 3 auch. Stimmt. Ja, stimmt, das war immer so, ja. Das gibt die Flashbacks. Die heiligen Flashbacks, ja. Oh mein Gott. Das ist doch auch Link, Zelda, hä? Ja? Irgendwas. Warte. Ja, das ist jetzt wieder was für Gianni. Ja, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ein bisschen so in Sachen Let's Plays, so vielleicht alte Zelda-Teile anzuschauen und so, vielleicht auch mal irgendwie was zu spielen. Ist es nicht, ich weiß nicht mehr, wie der Teil heißt. Fuck, ich weiß es nicht mehr. Achso, ist doch Ding, Wind Waker. Nein, ich glaube, das ist die Befreiung der Gurke oder so hieß die. Digga, was? Ich glaube, das war die Befreiung der Gurke. Welche Gurke? Meinst du jetzt for real? Übrigens auch nice, dass wir Gurke mitgucken, ne? Danke. Achso, ja, klar. Ja, ich muss auch mal ein Zelda-Teil spielen. Also, es wird Zeit. Ich habe mit Breath of the Wild angefangen und ja, hab dann seitdem immer ein bisschen was geguckt und so auf YouTube. Hä? Was ist das denn? Echoes of... Was? Hä? Was geht denn heute ab? Echoes of Wisdom. Okay. Ja, Echoes of Wisdom. Ja. Hä? Link ist verschwunden und Zelda muss Links Rolle übernehmen als Fan. Okay, das ist auch mal interessant, ja. Ja, müssen die auch mal bei Mario machen. Ja, das ist wirklich schon. Digga. What the fuck? Okay. Stolen away. Across the vast lands of Hyrule, mm-hmm. Strange rifts have appeared and have taken many people. Oh, die heiligen Risse aus Fortnite! Jetzt kommt so, ja, und eine Kooperation mit Fortnite übrigens. Ja, stimmt. Oh Mann, ey. By waving the tri-rod at a table she found, Zelda learned how to create... Naja, Minecraft Steve ist ja auch in Smash Bros, also... Ja, eben! Stimmt. Ja? So unwahrscheinlich ist es dann nicht. Even if there's a wall blocking your path, you can create echoes of tables to get a leg up. Ja, sieht cool aus. Just like that. Sehr schön spaßig. You can create wooden boxes. Ey, das hat so Ähnlichkeiten vom Aussehen wie, oh, mir fällt der Name nicht ein. Link's Awakening. War das nicht der Teil? Oh, ich weiß es nicht. Ich kann dir da gar nicht weiter. Ja, ich google kurz. Ich bin da der Falsche. Da müsste jetzt Logurke hier sein. Ja. Ah, doch. Logurke kennt sich ja mit Zelda aus. Ja, Logurke kennt sich auch gut aus. Doch, Link's Awakening, da habe ich recht. Doch, ja. Hat so eine Ähnlichkeit. Even battles will look different. You could pick up and throw a rock echo, for example. That's not all though. You can also create echoes of monsters. Sollen das die Bockblins von früher sein oder was? Okay, weil ich bin jetzt auch nicht so ganz sicher. Okay. So choose the one you want to create based on the situation. Ja, cool. Ja, hey. Nice, man.
Ja, sieht wirklich spaßig aus. Sieht süß aus. Ja, ja. Finde ich auch. In a Hyrule without Link, the fate of the kingdom is now in Zelda's hands. Oh ja. いかがでしたか？ゼルダ姫ならではの知恵を生かす借り物の遊びをご覧いただきました。Da passt der Name Zelda endlich mal. Ach so. Ja, ist echt so. Wirklich, Mann. どの借り物をどのように使うかによって謎解きも。Endlich mal muss Zelda mal was machen. Ja, ja, die kann endlich auch mal was machen, ganz ehrlich. Peach soll auch mal endlich was machen. Ja, nicht nur immer die Männer. Ne? Boah. 6. September. Switch Hyrule Edition kommt. Okay, die sieht krass aus. Oh, oha. Ja, also Gold und so, aber Switch Lite, okay, aber ey, oha. Ja, also wenn man das Geld hat, ne, dann... ja. Dann kann man sich auch noch 3 holen, ja. Ja, also ich finde, die sieht... Ja, finde ich auch. Ich finde auch, die sieht geil aus. Nee, mir reicht die Originale, mir reicht das. Ja, klar. Klar, mir auch. Hab immer noch meine aus 2017, also passt. Ja, ja. Ich auch. Nice. Oh, nee. Oh. Let loose and... Okay. Oh, oh. Ist es nicht schon der 2025 Teil? Der 2025? Ja, ja. Ja? Krass, Mann. Ja, übrigens, das wird Gianni auch Let's Playen auf seinem Kanal. Ich auf jeden Fall vorbei. Ja, Mann. Mit Facecam sogar. Alter. Ja. Und das Hello Kitty Game. Also die beiden Spiele wird er dann Let's Playen. Und das Coole ist sogar, Luke wird mir sogar das Geld dafür geben. Das ist nice. Bedankt euch nochmal bei ihm, ne? Ich sponsor das. Genau, du sponsorst das mir. Ja, nice. Aber das Ding ist sogar, ich habe früher auf der Wii, ich glaube... sehr viele Just Dance Teile wirklich immer gespielt. Das war so geil. Wirklich immer. Das ja, war so okay. Cool. Ich habe sogar Just Dance 2017 für die Wii U. Ja. Kann man machen. Ja, kann man machen, muss man nicht, ne? Kann man so sagen, ja. Oh, okay, das ist auch was für Gianni. Okay. Ey, das ist aber echt was für dich. Oh! Lego! Ey, geil, Mann, es ist halt immer irgendwas Interessantes. Ja, also als nächstes kommt dann das Game, ne? Nach Lego City Undercover. Ja. Ne? Ja. Was jetzt erst kommt. Ja. Oh, Lego Games ist schon geil, Mann. Also ich. Nee, das müsstest du aber eigentlich echt machen, ne? Ja, es wurde mir auch noch vorgeschlagen von jemandem. Lego Jurassic World. Boah, okay. Ja, hätte ich auch Bock, so mit Dinos, boah, ja. Generell so Lego Games ist eigentlich geil. Mhm. Ja. Ich habe auch früher so viele Lego Games gespielt. Ich fand's immer cool. Nice, nice. Ah, es ist schon 16:33. Ja, noch 7 Minuten circa. Okay. Aber ja, ja. Ja. Kann man machen, doch. Hm. Ja. Oh, vor allem noch mit so einer Schneelandschaft. Oha, ey, das sieht schon geil aus, Mann. Im Winter sogar. Oh, geil. Ah, ja. A Stray's Journey begins. Hä? Was ist das denn? Katze, Katze. Ja, okay. Ey, da muss ich immer an Lego City Undercover denken, wo die da oben saß und du dann so, ja. Komm her, Schwein! Komm her, Schwein! Da muss ich da... Ja, Junge, es war 2 Uhr nachts, wo ich streamte auf einmal, komm her, Schwein! Junge, diese Kackkatzen, Digga. Ja, ja, ohne Witz. Ich wusste gar nicht, dass es das noch nicht auf der Switch gibt. Hä, was das ist das? So ein Game, wo ich nicht wusste, dass es die nicht gibt. Sieht aber auch interessant aus, ey. Irgendwie. Kann man auch machen. Wenn es jetzt keine 60 Euro kostet, dann kann man es schon machen. Ja. Ich meine, du kannst es ja halt auch für den PC holen, so. Da hatte ich auch überlegt schon, aber. Ja. Ist cool, dass du auf die Switch kommst. Cool. Ja. Keep exploring to venture into more areas of this. 4 Spiele sind immer gut. Ich dachte jetzt sogar, das ist der zweite, das ist ein zweiter Teil, aber ne. Ja. Stray finds its way onto Nintendo Switch this winter. Okay. Welcome home, Hobbit.
If you've ever wanted to live like a hobbit from Tales of the Shire. Ah, ja. Now, a leisurely existence nestled away in an idyllic, quiet corner of Middle Earth can be yours. Customize your appearance, decorate your home, and settle into life in the Shire. As a newcomer to the little haven of Bywater, you'll befriend your neighbors, work together to solve problems, and even share a meal. Or three. Explore. Okay, Hobbit, ja, da haben wir jetzt nochmal Hallo Gurgis zu Hause hier nochmal. Das ist, ja, es ist cool, dass so viele Games auf Hallo Gurgis gekommen sind. Ja, ja. Da ist einfach, da war gerade Hallo Gurgis. Falls du ihn gleich siehst, der mit dem langen weißen Bart. Achso, da habe ich ihn, glaube ich, schon. Achso, ah, ja, ja, stimmt, das ist er, ja, ja. Einfach Hallo Gurgis da, was macht der da? Also, das ist... Man bekommt ja schon seine eigenen Spiele, ey. Das gibt's also wirklich, ey. Er ist einfach innen drin im Spiel selber. Er ist in der Meta drin. Ne? Genau. Das heißt, er musste ja auch einfach das Playen deshalb. Genau deshalb. Ey. As the prolific prosecutor Miles Edgeworth, take the case out of the courtroom and investigate crime scenes. Gather information by interviewing people and inspecting evidence. Bin gespannt, ob sie am Ende noch irgendeinen Knaller raushauen. Ja, also das müssten die immer machen. Am Ende sagen die wieder so, ja, es war's mit der Direct, aber wir haben noch eine Sache zu zeigen und da bin ich sehr gespannt. Ja. Und dazu muss man ja sagen, das haben die jetzt länger nicht mehr gemacht. Ja, in der letzten Direct war das nicht so, ne? Ja, 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 ja. Die letzte Direct war eher, also sorry, ne, aber die war echt Müll eigentlich. Stimmt, Februar war die doch, ne? Da war ich nicht da, da hatte ich keine Zeit mehr. Ja, ja. Ja, das war die, okay. Ja, ja, die war auch nicht krass. Ja, eben, eben. Ace Attorney Investigations Collection. Okay. Ah, von Capcom. Ah, da wurde auch Resident Evil gemacht von denen. Nice. Ah ja. Okay. Das ist etwas so für Luke, ne? Ja, ja. Okay, das wird jetzt erstmal vorbestellt. Junge, ich schwör, du gehst schon in den E-Shop rein. Ja, erstmal vorbestellt. Oh ja, hab's ja. Ich bestell schon mal vor. Ja, ne? Junge. Boah, was sind 60 Euro? Wow. Was? A mysterious school mascot suddenly appears. Ja, ich weiß nicht, das sind so Games. Ich weiß nicht, das ist so. Ja. Ja. Das wär vielleicht für Jacko sogar was. Ja, stimmt. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen. So. Also, ich weiß nicht ganz genau, was es so, aber ja. Ja, doch, ja. Ja. Aber ich sehe mich da jetzt nicht so drin. Mhm. Man muss sich halt meistens immer so YouTube etwas anschauen, dann siehst du es vielleicht und dann kann man sich mehr so entscheiden. Zu kaufen oder so. Ja, keine Ahnung. And return to his normal life. Aber ja, krass, dass verschiedene Sachen gezeigt werden. Das ist halt cool. Das ist halt wirklich cool. Ja, aber man muss wirklich, wie du schon gesagt hast, irgendwie, dass bei manchen Games da einfach nur 2025 ja stand. Das ist irgendwie... Ja. Jetzt Anfang 2025. Und davor bei Donkey Kong Januar. Hä? Und bei manchen stand einfach nur 2000. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das macht mir Angst irgendwie. Ja, mir auch. Ich kann nicht noch länger auf die neue Konsole warten. Ja, das geht nicht. Ja. Also dann ich, ne, ich hab hier ein Messer liegen, dann ist wirklich... Also dann reicht's. Ja, okay, sorry, Digga. Nein. Also ich hab auch, also... Ja, ich hab, glaube ich, vor einem halben Jahr war ich noch ein bisschen entspannt, aber jetzt langsam kriege ich auch schon Bock. So. Ne? Ey, die Sache ist, wenn wir wirklich GTA 6 vor der Switch 2 bekommen, also dann ja springe ich aus dem Fenster. Also, ja, ohne Witz. Ich meine, GTA 6 nächstes Jahr irgendwann. Ende nächstes Jahr. Hoffentlich, ohne Verschiebung. Es wird aber safe verschoben. Aber ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das Spiel kommt nie, ganz ehrlich, Digga. Also wirklich. So wie die Switch. Switch 2. Ja, da wird dann gesagt, in 2035 kommt es dann. Ich müsste euch noch ein bisschen gedulden. Ey, aber GTA 6, ja, das ist wirklich auch so eine Sache. So ein Meme, das gibt's einfach nicht, das Spiel. Stell dir vor, es wird nie entwickelt. Es wurde nie entwickelt. Ja. War alles fake, die Trailer. Your empire's future and protect your legacy from peril. Otherwise, the vengeful seven heroes. Okay, es müsste jetzt schon gleich das Ende sein. Jetzt müsste es zum Ende kommen, ja, jetzt langsam, ja. Vielleicht jetzt schon? Ich habe jetzt richtig Angst, dass mein Wunsch nicht kommt.
Okay, sie ist fast zu Ende. Fast. Okay. Ja, fast zu Ende, stimmt. Oh oh. Das muss was Krasses sein. Es ist immer, am Ende ist immer irgendwas Krasses. So. Okay. Okay, Metroid. Ah. Ja, für die Metroid-Fans, die rasten jetzt bestimmt gerade aus. Ja, die Metroid-Fans, die rasten gerade wirklich aus. Ja. Also ja, doch. Ich kann es leider nicht zuordnen. Also es ist bestimmt, denke ich mal, ein alter Teil, der jetzt geremaked wird, aber ich kann es halt nicht zuordnen. Ich auch nicht. Ich bin da nicht drin. Ich habe auch keine Ahnung. Ja. Ich weiß leider auch nicht Bescheid. Junge. Aber ich freue mich Gianni für die liegt Fans. Da. Was? Gianni in Frankfurt einfach. Ja, okay. Junge, ey. Junge. Ja, dann gab es kein Animal Crossing New Leaf. Nein. Gianni, sei ruhig. Halt es bald nicht mehr aus, ne? Bleib ruhig, bleib ruhig. Okay, okay. Okay. Metroid Prime 4. Es ist der vierte Teil. Es ist endlich soweit, ne? Der vierte Teil existiert. Oh mein Gott. Alter. Oder ist es ein neuer Teil? Ich weiß es nicht. Boah, ich weiß aber auch nicht. Ich kann es jetzt auch nicht ganz zuordnen. Warte, ich guck mal nach. Okay. Oder Metroid Prime 4 müsste ja ein neuer Teil sein, oder? Hä? Ach, keine Ahnung. Was? 2025? Achso, das ist nächstes Jahr. Achso, was laber ich? ich hab grad gesagt, nee, das ist 2026. Ja, aber es ist trotzdem, also... Ja. Ich hoffe, sie verschieben nicht die Switch 2. Ich hoffe auch, Mann. Oh, Mann. Das hat mir jetzt schon Angst gemacht. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, gibt es leider schon. Alter, scheiße. Aber ich hoffe mal nicht. Fuck. Okay. Okay, das ist wirklich... Bei mir ist Ende. Okay. Okay, ja, hier ist wirklich Ende. Ja, bei mir jetzt auch. Okay, Gianni, was sagst du? Okay, also mein Fazit. Mein größter Wunsch ist leider nicht gekommen. Ich gehe heute noch weinen, deswegen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwann mal kommen wird, ob ich überhaupt diesen Wunsch erfüllt bekomme. Also ich bin trotzdem zufrieden. Ich fand es echt dafür, dass die letzte Direct ist und man einfach an sich eigentlich weiß, es sind trotzdem so viele neue Spiele gekommen, ne? Mario Party, allgemein sehr viele so neue. Aber ich bin trotzdem, ich bin positiv überrascht. Also ich fand sie echt gut, doch. Kann man machen. So. Ich muss wirklich sagen, ich fand die Direct auch echt geil. Also Mario Luigi finde ich geil, Mario Party finde ich geil, Luigi's Mansion 2, obwohl wir es schon wussten, finde ich aber auch geil. Ja. Donkey Kong finde ich am besten. Das hat mich komplett abgeholt. Ja. Und für Metroid-Fans und Dragon Quest-Fans war es definitiv ein Segen, die Direct. Ja. Und Switch Sport auch. Also es waren viele coole Sachen dabei. Also es war eine geile Direct, kann man auch mal einen Daumen nach oben da lassen. Jetzt haben wir schon welche gedisliked. Schade, 22. Ne? 22. Bei Nintendo of America fast 700.000 Zuschauer. Okay, übertreib. 700.000? Okay, übertreib. Okay. Da soll noch einer sagen, Nintendo ist tot. Ja, ja. Ja, ja. Ja, also war eine geile Direct. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall besser als die letzte. Und danke, ne, an Gianni und der Gurke, ne, dass ihr mitreagiert habt. Ja, danke. Also sehr gerne, ja. Ja, und dann würde ich hier die Reaction noch beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich auch. Ciao. Ciao.